Echt cool. So, lass mal gucken, wie es hier aussieht. Tempel in der Mitte. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Civilization 6. Mein Name ist Ed von AdGaming.tv. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, hier in unserem Aztekenreich. Und wie immer haben wir Probleme mit den Barbaren und ja, wir versuchen immer noch krampfhaft irgendwie eine Insel, irgendwas zu finden, was noch nicht besetzt ist. Aber ich glaube, damit haben wir echt zu spät angefangen. Unglaublich, wir sind so im Hintertreffen, das ist nicht mehr schön. Was ist hier los? Ah, hier ist... Wartet mal. Geh mal dahin. Guck mal, ob da was ist. Nee, na leider nicht. Shit. Shit. Leider nicht. Hätte ja sein können. Okay. Wie gesagt, wir suchen krampfhaft irgendwie eine Insel. Irgendetwas, wo wir hier mal was machen können noch. Aber wir kommen nämlich so nicht voran, ey. Vor allen Dingen, die Stadt hier kommt nicht, kann nicht mehr wachsen, weil sie keine, nicht genug Nahrung hat. Ja. Alles ein bisschen doof. Erstmal nächste Runde. Unser Doppeldecker ist in 3 Runden fertig. So, du kannst Naturwunder bauen, Nationalpark errichten. Ja, dann mach mal. Euer Wissen über die Technologie Funkwesen hat große Fortschritte gemacht. Ja, super. Jetzt haben wir unseren Nationalpark. Warum nicht? Coole Idee. Lockt Besucher an. Tourismus. Touristen sind immer gut. Kohle. Was willst du denn? Ich hab doch gar nichts mit dir hier am Hut. Ah, du willst kein Interesse, okay. Na dann. Diskutieren. Komm, versprecht mich nicht auszuspionieren. Komm. Ich. Ah, okay. Auf Wiedersehen. Wir machen erstmal auf gut Freund mit dir. Ja. Auf Wiedersehen. Okay, erstmal weg hier. Raus. Ich hab doch nur gucken wollen wegen der Kohle. Wieso, wenn ich auf Kohle klicke, komme ich da drauf? Das verstehe ich nicht. Okay, na egal, nicht so schlimm. Na komm, mach die weg hier. Zock. So, du machst den bitte mal weg. Bumm. Und du gehst automatisch erkunden, bitte. Wirklich hier alles schon belegt. Das ist alles unschön. Wie sieht's hier aus? Hier ist noch nichts weiter passiert. Das ist okay. Mit ein bisschen Glück. Was brauchen die? Wohnraum, ne? Da brauchen wir ja eigentlich Wohnviertel. Plus 6, plus 4. Ich wollte ja eigentlich noch irgendwie campustechnisch, beziehungsweise. Warte mal. Wie sieht's denn damit aus mit. Heilige Städte haben wir schon. Okay, das ist in Ordnung. Heilige Städte haben wir schon. Dann können wir wirklich Wohnviertel bauen. Oh, warum nicht? Ne? Hier so direkt? Nee, eigentlich nicht. Aber hier am äußeren Rand. Nehme ich das doch gerne. Aber ein bisschen Platz. Können du mal rum noch ein bisschen was basteln? Oh, das ist gut. Das machen wir so. So ist wunderbar. So.
Unser Siedler findet immer noch nichts. Immer noch kein neues Land. Vielleicht haben wir ja Glück und wir kommen diesmal mit unseren Dings durch, dass wir hier mal ein bisschen was machen können. Wäre ja wünschenswert. Mit einem Missionar dann eventuell dorthin. Unseren Glauben reinbringen, fremden Glauben, ja, eventuell probieren. Wir probieren es einfach mal. Haben wir schon wieder 800 Glauben, das ist ordentlich. Oh, Kongo ist jetzt Kommunist, okay. Unsere ganzen Favoriten. Schon ordentlich. Bisschen Altstadt, schauen wir ein bisschen, und hier die Moderne, wie sie aussieht. Interessant. Nicht schlecht, cool. So, lass mal gucken, wie es hier aussieht. Der Tempel in der Mitte. Ja. Hier ist auch wieder gut Alarm. Vielmehr kann ich die wunderschönen Flecken dieser Erde so betrachten, als wären sie das Schönste, was ich je gesehen habe. Der Crater Lake übertrifft sie alle. Okay. Wie schön die Strategie auch sein mag, man sollte sich gelegentlich die Ergebnisse ansehen. Das ist ein Churchill, okay. So, wartet mal. Beförderung. Kavallerie, war Angriff von Fernkampf- und Belagerungseinheiten. Wartet mal, was haben die denn? Fernkampf. Na ja, dann machen wir nochmal. Deutliche Niederlage. Deutlich geringe Niederlage. Ist ja hart, ey. So stark. Hammer. Hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, aber okay. Erstmal zurückziehen. Durchposten. Du musst den da niedermachen. Jetzt bitte. Wäre schön. Danke. Du. Haus die bitte weg. Ah. Forschung. Drei. Ranger. Okay, so langsam wird's doch. Kanalisation, zwei Wohnraum, Wirtschaftswesen, Big Ben und Börse, Stahl, Eiffelturm. Wir gehen erstmal voll auf Militär. Ich glaube, damit fahre ich momentan noch am allerbesten gerade. Nächste Runde. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es so ist. So, das läuft. Kohle läuft auch wunderbar. Sehr schön. Barbaren nähern sich. Ich bin kein Freund davon, die Dinger hier runter zu machen. Also die Stadtstaaten wegzupusten. Ich möchte es eigentlich friedlich lösen. Und ja. Militärisch gesehen kommen wir nicht voran. Das ist der Wahnsinn. Hier ist jetzt mal Land. Eventuell können wir uns hier noch irgendwie etablieren. Ich probiere es mal. Ob wir da was reißen können eventuell. Dass wir dann eventuell da auf dem Kontinent auch schon mal einen Stützpunkt haben. Was aber schwer genug wird, das dann zu halten. Hier geht's wieder los. War irgendwie abzusehen. Ah, ey.
Ich wollte doch weg mit denen. Boah. So, das Flugzeug. Kann das hier angreifen? Luftangriff einsetzen. Na super, viel kann es aber nicht. Ja genau, flieg du mal. Du wirst... Und du gehst erstmal wieder safe. Wir brauchen dich noch. Wahnsinn. Karavelle, du erkundest bitte. Rot-gelbe Grenze. Hier hinten ist eventuell noch ein Fleckchen frei für uns. So. Produktion. Alter Falter, ey. Wohnviertel wird auch schon wieder langsam knapp. Militärakademie. Noch ein Doppeldecker. Gut, nicht irgendwie was. Campus. Lagertraining. Mach das mal für 4 Runden. Mit ein bisschen Gold. Flugplatz, Theaterplatz, Industriegebiet reparieren, bitte. Danke. 10 Runden dort. 20 Runden dort. 3 Runden ist das fertig und 3 Runden ist das fertig. Okay. Können wir hier was kaufen? Nein. Kostet 1700. Lex mir Morsch. Geländefeld bringt uns im Moment auch nicht so viel. Obwohl. Wir gönnen uns mal einen Handwerker. Nächste Runde erstmal. Den gönnen wir uns. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir hier irgendwas jetzt reißen. Hier ist zumindest eine kleine Insel, wie es aussieht. Perlen. 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 Haben wir noch nicht. Aber wir können uns hier auch nicht wirklich ausbreiten. Na gut. Wir schauen mal. Massenmedien und Reihen. Dann hatten wir hier Ranger. Komm, gib Gas. Na? Inspiration. Moderne Kriegsführung ist eine wahrhaft brutale Angelegenheit. Eure Militärdoktrin zeigt immer mehr Züge eines totalen Krieges. Die Entwicklung der Ausrichtung verbrannte Erde hat große Fortschritte gemacht. Okay, cool. Fortfahren. Produktion wählen. Unterhaltungskomplex, Theaterplatz, Fabrik, Wohnviertel ist noch okay. Musketier, Doppeldecker, was können wir denn hier? Theaterplatz, Flugplatz, Militärakademie, Fabrik. Nee, du kriegst mal einen Unterhaltungskomplex. Da hinten? Warum nicht? Einheit benötigt Befehle. Feldkanone. So. Okay.
Was wollte ich mit dem machen? Ah ja, hier, Fischernetz bauen. Genau, Fischernetz. So, wie sieht's hier aus? Ist auch wieder was, natürlich. Alles voll. Aber der hat keine Religion. So. Zwei Runden haben wir hier unser heilige Stätte. Und bis jetzt, Gott sei Dank, noch nicht zu sehen von den von anderen Religionstypis. Das heißt, wir haben eventuell Glück. Wir könnten das eventuell nochmal auffangen. Ein Flugzeug, das ist echt ein Witz, ey, ganz ehrlich. Ein Flugzeug. Star Christ. So, die Gasse, komm. Wir wollen heute noch ankommen. Gesandte. Warte mal, da haben wir noch was. Zwei Gesandte. Die wir gerade nicht haben. Okay. Verschanzen. Mittel abschöpfen. Ja, komm. Wie sieht's denn da aus? Geh mal dahin. Aha, okay. Fuchs. Okay. Füchse. Bedeutet Pelz. Eine Runde noch, dann haben wir hier die Möglichkeit, jetzt was zu machen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, einen Tempel oder sowas zu bauen, wird sofort erledigt. Zu Kavallerie? Nee, das ist mir jetzt zu teuer. So, bitte mal Fischernetz, danke. Nächste Runde. So. Komm schon. So viel Glauben. 991. So. Ich hoffe, dass mein Plan aufgeht. Wäre so wichtig. Komm schon. Na los. Oh, jetzt kommen die schon mit Kanonen an. Das ist ja jetzt mal hart, ey, ganz ehrlich. Das ist ein hartes Stück. Scheiße, die Wale liegen da vorne. Eine Runde. Produktion wählen. Brauchen wir auch einen Schrein. Du. Tja, was machen wir mit dir? Geh du mal dahin. Yeah.
Vielleicht können wir hier noch was reißen. Eventuell. So, aber ehrliche Sache. Gehst du mal dahin. Und dass der hier mir so nah auf die Pelle rückt, finde ich nicht gut. Also die Barbaren werden definitiv auch stärker mit der Zeit. Hammer. Hier hinten haben wir vielleicht Glück, dass wir hier was ausrichten können. Auch wenn es hier Probleme mit der Nahrung gibt. Protestantismus. Na los, komm. Komm schon. Los. Los, 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 los. Unglaublich, ne? Dass ich die mit meinen Reiterarmeen nicht platt kriege da unten. Das ist echt Hammer. Ah. Verschanze. Verschanze. Erstmal Produktion. Militärakademie, Kavallerie. Schnelle, leichte Industriezeitalter. Doppeldecker. Komm, bauen wir eine Kavallerie. Du machst den bitte erstmal hier weg. Reicht nicht, unglaublich. Tempel? Oder? Nee, bauen wir den Tempel. Und lass mal gucken, ob wir hier was mit Glauben kaufen können. Können wir nicht. So viele Einheiten derselben Klasse auf der Position. Hier ist doch nichts weiter. Zu teuer. Ist zu teuer. Gut, wie das hier weitergeht, wieder mal diese Scharmütze mit den Barbaren, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn ich mal kurz hier gucke. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ob wir hier noch was reißen können. Oder auch nicht. Warum der da nicht weitergegangen ist, keine Ahnung. Ab und zu scheint es doch noch ein paar Aussetzer zu geben. Aber egal. Wie gesagt, ich freue mich natürlich über ein Däumchen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Ansonsten hinterlasst doch einfach ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Euer Ed von netgaming.tv. Bye bye. Wir sind die Entdecker. Die Erfinder. Die Architekten der Veränderung. Die Erbauer einer besseren Zukunft. Wir suchen. Wir träumen. Wir streben immer nach etwas Größerem. Die Schwierigkeiten, denen wir trotzen. Risiken, die wir eingehen, die Herausforderungen, denen wir uns stellen, machen uns nur stärker. Es gibt kein Ende unserer Vorstellungskraft.
und kein Limit für die Zivilisation.